bei mir heute Günther Siegel von der Spider-Murphy-Gang aus München. Hallo. Servus. Bayerisch ist ja in ganz Deutschland beliebt, kann man sagen. Ne? Denkst du, ihr hättet also einen Erfolg gehabt als schwäbische Band? Nein, Schwäbisch, das hätte, glaube ich, nicht funktioniert oder so, oder Sächsisch. Nichts gegen die Schwaben, also Schwäbisch ist auch nicht. Bayerisch ist, glaube ich, der beliebteste Dialekt sowieso in Deutschland. Und durch das können wir auch in Flensburg spielen oder im Osten drüben. Wir waren erst in Frankfurt an der Oder oder in Saarbrücken. Österreich, Schweiz haben wir unterwegs und das Bayerische, das mögen die Leute. Damals haben wir gesagt, wenn wir Bayerisch angefangen haben, da hat es einen schwäbischen Bluesänger gegeben, Wolle Krivanek. Und da haben wir gesagt, oh, wenn wir mal so erfolgreich wären wie der, also es geht schon auch Schwäbisch oder so, das geht eigentlich alles Dialekt. Die Österreicher machen es uns ja auch vor, die Werner und oder Tiroler. Na, mir gefällt eigentlich Dialekt von Haus aus gut. Einer der größten Hits war ja Skandal im Sperrbezirk. Der war auf Hochdeutsch. Wie kommt's? Der Skandal, da habe ich gedacht, das wäre das Bayerische zu verbindlich. Das müsste Hochdeutsch sein, das ist ein bisschen härter, Hochdeutsche. Und gerade mit dem Achtelrhythmus auch, harter Rhythmus. Und Skandal im Sperrbezirk, das hätte auf Bayerisch nicht so funktioniert. Die Plattenfirma hat damals gesagt, wenn wir dann einen Skandal gehabt haben auf der zweiten LP, Dolce Vita, die haben gesagt, ah, das ist ja Hochdeutsch, da könnte man vielleicht dann in ganz Deutschland oder im deutschsprachigen Raum Erfolg haben, weil mit den ersten Platten, da waren wir hauptsächlich nur in Bayern so bekannt, da haben wir schon gut Platten verkauft, süddeutschen Raum, und aber Skandal im Sperrbezirk ist dann nicht im Radio gespielt worden, es war das Thema, war es zu heiß mit den Nutten, gell, und so, und Fernsehen haben wir auch nicht gekriegt, und dann haben wir gesagt, ja, dann wird zweite Single ausgekoppelt und das war dann Schickeria, ist gut gelaufen, die LPA. Und dann hat es fast ein Jahr gedauert, bis dann der Skandal über, ja, die jungen Leute, die haben das auf Partys gespielt, die Leute gesagt, ah, hast den Song schon gehört mit den Nutten und so. Und plötzlich, die in der Woche 20.000 Singles verkauft, das kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen. Und dann wurde Oscar, den Nutten sich die Füße platzt. Damals haben ja irgendwelche Leute dann die Telefonnummer gehabt, 32 16 8, und das war natürlich dann für die nicht lustig, wenn die Jugendlichen angerufen haben und dann, Rosi, wie schaut's aus, geht noch was, was kostet so, das so blöde Sprich halt. Wir haben dann einige Telefonnummernänderungen damals gezahlt und Blumensträuße verschickt. Skandal um Rosi. Über 40 Jahre in dem Rock'n'Roll-Geschäft. Wie stellt man das durch? Wie schafft man das, so fit zu bleiben, immer? Ja, das macht der Rock'n'Roll, glaube ich. Ja, Musik machen oder so, das ist halt einfach jung und wir sind viel unterwegs. Also kommen ja nicht nur die alten Fans, die bringen auch ihre Kinder schon mit und ja, Skandal im Sperrbezirk, Schickeria, Pfirtigott, Elisabeth, Bayerische Band, die singen alle mit dann, ob sie jung oder alt sind. Die werden ja auch auf Partys gespielt, durch das, was wir immer live gespielt haben und immer unser Publikum gehabt haben. Darum gibt es uns ja heute noch. Unterhalten. Aber trotzdem haben wir ja gesellschaftskritische Texte gemacht. Skandal im Sperrbezirk, das beste Beispiel gegen diese Doppelmoral und ja, dass man das dann in der Stadt nicht haben will und so, die Etablissements und die Damen, die sind dann vertrieben worden vor der Olympiade, hat die Stadt gesagt, ja, wir müssen uns sauber präsentieren und gleichzeitig sind natürlich dann die Inserate gekommen, ruf mich an, fiktiv jetzt, Rosi 32, 16, 8, und da habe ich dann einen Text gemacht. Oder Schickeria ist auch, also gesellschaftskritisch.
Und gibt es noch irgendein Geheimnis, wenn man denn so zeitlose Songs schreibt? Ich habe früher persönliche Themen, auch aus meiner Jugendzeit, habe ich geschrieben, und darum haben sie auch die Jugendlichen damals wahrscheinlich gut identifizieren können damit. Also zum Beispiel Frosch im Hals, ne, mit dem Frosch im Hals und Schwammerl in die Knie. Das gibt es auch heute noch, ne, dass die Jungs da feuchte Hände kriegen, wenn sie vor der Angebeteten stehen und wissen nicht, was sie sagen sollen und so. Da ändert sich, glaube ich, nichts so schnell. Und Vierte Gott Elisabeth, was man halt so Erfahrungen macht mit den Madels. Ja, mit den Madeln, die einen dann vielleicht ja immer gleich festhalten wollen. Und man ist dann schon wieder weiter bei der Nächsten. Aber das geht auch andersrum. Die Madels bleiben auch oft nicht gleich beim ersten Hänger, oder? Genau, das geht verkehrt. Könnt ihr euch noch an den Twist erinnern? Großer Einfluss war für uns halt Chuck Berry, der hat mich beeinflusst von Anfang an. Ne? War für mich immer der komplette Rock'n'Roll-Musiker, der hat seine Songs selber geschrieben damals auch schon, war Texter, hat selber gesungen, hat die Songs geschrieben, hat Gitarre gespielt und so. Und dann, mein Vater, der hat mir meine erste Gitarre gekauft, für 40 D-Mark damals noch. Und das war 62 und da hat mich dann die Musik so fasziniert, bin ich noch an der Gitarre gesessen, habe dann auch meine erste Band gehabt, da Beatband und so, und dann ist es losgegangen. Und ja, das machen wir bis heute, und die Leute kommen immer noch, und da können wir noch ein paar Jahre weiterspielen, denke ich mir mal. Es ist immer ein großer Erfolg, ob wir jetzt in Bayern spielen oder da oben im Norden. Wie gesagt, das Bayerische ist beliebt, kommt überall gut an. Ciao, servus.